Kann ich Sie irgendwie dazu bewegen, dass Sie auf meinem Schiff als Navigator anheuern und mich nach Lucre Island bringen? Ich lasse mich gerne überreden. Was haben Sie denn zu bieten? Wenn ich Sie im Beleidigungsarmdrücken schlage, heuern Sie dann als Navigator an? Ein interessanter Plan, Threepwood. Finden Sie? Natürlich. Wie wäre es damit? Wenn Sie mich schlagen, bin ich Ihr neuer Navigator. Großartig. Aber nur, wenn Sie mir einige neue Beleidigungen verraten. Einverstanden. Nun denn, zeigen Sie, was Sie können. Das ist großartig. Wir können hier ohne jede Vorbereitung sofort ein Crewmitglied anheuern. Okay, dann, irgendwas Gutes. Hier, dieses Hey, schau mal, da drüben ist natürlich ein bisschen albern. Nach diesem Spiel trägst du den Arm in Gips. Ach, das sind große Worte für einen Kerl ohne Grips. Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Was reimt sich darauf? Ich hab Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Zu schade, dass keiner davon in deinen Armen ist. Reimt sich zwar nicht, aber was soll's? Memmen wie dich vernasche ich zum Frühstück. Oh, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Haha, verloren. Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Kröcke. Memmen wie dich vernasch ich zum Frühstück. Siehste, ich hab ne Antwort darauf. Dann ist alles klar, du bist deshalb so dick. Vor allem, wie viele Memmen vernascht er denn zu jedem Frühstück? Und jedes Frühstück kriegt er eine neue Memme. Wo kommt er die her? Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. Oh, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. So, jetzt nochmal, denn habe ich gewonnen. Ich zerreiße deine Hand in 1 Million Fetzen. Ich wusste gar nicht, dass du so weit zählen kannst. Alle Welt fürchtet die Kraft meiner Faust. Die Kraft deiner Faust. Also das ist jetzt pures Glück, welche Sachen er beantworten kann und welche nicht. Wir wissen von Anfang an alles. Wobei mir vor allem vor deinem Atem graust. So, jetzt müssen wir zweimal gewinnen. Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Oh, zu schade, dass keiner davon in deinen Armen ist. Sehe ich Spuren der Angst in deinem Gesicht? Hier war doch was mit Wicht, oder? Ja, das ist ein Lachen, du schwächlicher Wicht. Viele Menschen sagen, meine Kraft ist unglaublich. Unglaublich erbärmlich. Das sag ab jetzt ich. Ich hab mit diesen Armen schon Kraken bezwungen. Und Babys wohl auch? Na, der wird es gelungen. Den kann ich noch auswendig. Und Babys wohl auch? Na, der Witz ist gelungen. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Ich kenne Läuse mit stärkeren Muskeln. Oh, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. So, jetzt stirb. Du bist das hässlichste Wesen, das ich jemals sah. Oh, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Ja, gewonnen. Ah, du hast es geschafft. Fair und ehrlich. Gratuliere, du hast einen Navigator. Eigentlich hätte ich jetzt die Scamba, weil du sagst, du musstest dein ganzes Können ausspielen, um den Australier davon abzuhalten, deine Bar zu übernehmen. Und ich habe es geschafft. Hurra! So, ach, drücken wir einfach O, dann sind wir hier draußen, weil hier brauchen wir tatsächlich nichts mehr. Wir sind jetzt mit der Scamba fertig, denn beschäftigen wir uns jetzt wieder. Können wir hier lang gehen? Ja? Ach ja, genau. Okay, hier ist Melee Island, da drüben ist die Bucht. Hier nach links ist die Gouverneursvilla und rechts ist irgendwie ein Haus, wo wir noch nicht hin können. Also wir können hin, aber da gibt es noch nichts für uns. Deshalb gehen wir hier erstmal wieder zurück zu unserem Haus. Und jetzt können wir nämlich mal den hier ein bisschen ablenken. So. 22? Nämlich mit dem Brezeln. 5,5 minus 6. Hunger? Hey da. Feuer! Hier, wie wär's mit einigen Kudu-Brezeln? Für mich? Danke, ich liebe diese Dinger. Gern geschehen. Sie könnten sich erkenntlich zeigen, indem Sie mein Haus zufrieden lassen. Könnte ich, will ich aber nicht.
Und jetzt lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich esse? Na gut. Aber wenigstens können wir jetzt hier die Katapultsteuerung manipulieren und seinen Tag versauen. Haha. Hey! Was wird das, wenn's fertig ist? Nichts. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Du hast meinen Katapult ruiniert! Hey, Mann, was soll der Mist? Willst du mich umbringen? Tja, ich fürchte, jetzt darf ich das verdammte Ding noch einmal auf den Kaktus ausrichten. Aus dem Weg! Ich hoffe, das funktioniert. So, jetzt ist es wieder auf den Kaktus ausgerichtet. Versuchen wir's. Woher weiß er, wie er den Kaktus trifft? Da muss es doch ein bisschen Vorwissen geben, oder? Oder wie? Feuer! Das war relativ beeindruckend. Wir haben gesehen, es sieht aus wie eine große Stimmgabel und der Stein fliegt genau zwischen den oberen beiden Kaktusebenen durch. Das ist eine gute Sache, weil dann gehen wir hier mal zu dem Hafen und schnappen uns da eine kleine Kleinigkeit, die wir brauchen, um ihm den Tag richtig zu versauen. Ach, natürlich können wir hier auch nochmal mit der Hafenmeisterei sprechen, um ein Schiff zu bekommen. Aber erstmal... Dieser Schlauch sieht aus, als hätte er einen anstrengenden Tag. Genau. Armer Schlauch. Nehmen wir mal mit. So, jetzt haben wir hier einen aufgepumpten Fahrradschlauch. Ich weiß nicht, ob es zu dieser Zeit schon Fahrräder gab. Ich habe keine Ahnung. So, was denn hier mit dem Grog-Automaten? Vielleicht kriegen wir hier einen Grog. Ich könnte jetzt wirklich einen kleinen Grog zur Erfrischung vertragen. Ist da vielleicht noch Geld drin? Leer. Na toll. Okay, Ja, so ein Pech. Ich habe kein Geld. Können wir nicht irgendwie dran rütteln oder so, wie ein Pirat? Scheinbar nicht. Okay, Frau, ich brauche ein Schiff. Ich bin Guybrush Threepwood. Ich brauche ein Schiff. Schön für Sie. Was habe ich damit zu tun? Sind Sie der Hafenmeister? Nein, ich bin die Hafenmeisterin. Mein offizieller Titel lautet Leitende Schiffsregulatorin der Hafenmeisterei von Mealy Island. Ein Tochterunternehmen der inselübergreifenden Transport- und Verkehrsunion. Was bedeutet? Was bedeutet, dass ich für den gesamten Bootsverleih auf Mealy Island verantwortlich bin. Baby, meinetwegen kannst du die ganze restliche Woche auf meine Schiffe aufpassen. Was? War das eben ein Versuch, einen Regierungsbeauftragten zu beleidigen? Nein. So, Sie sind also für diese Schiffe verantwortlich. Ich befehlige ein Schiff. Nicht so schnell, Kleiner. Ohne meine Erlaubnis verlässt kein Boot diesen Hafen. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen ein Schiff geben sollte. Ist er nicht eine Persönlichkeit des öffentlichen Interesses? Ich bin mit der Gouverneurin verheiratet. Ich hörte, dass sie tot ist. Nun, sie hat durchaus ihre ruhigen Seiten, aber sie lebt. Und ist wieder auf Mealy und sie möchte regieren. Oh, sie war also die ganze Zeit auf Reisen, was? Ist ja toll. Na, lange wird sie nicht mehr regieren. Ich stimme jedenfalls für Charles. Er hat mir eine Beförderung versprochen. Wie, das ist alles? Du, also es kann einfach so ein Politiker kommen und dir eine Beförderung versprechen und damit wählst du ihn? Sie wollen mir nicht helfen, was? Sehe ich etwa aus wie ein Pfadfinder? Sie müssen eine echte Schifffahrtsexpertin sein, wenn Sie einen so wichtigen Job bekommen. Nein, ich habe keine Ahnung von Schiffen und ich hasse Seereisen. Ich sitze hier nur meine Zeit ab, bis ein Chefposten frei wird. Was heißt denn Chefposten? Musst du denn nicht irgendwie Ahnung haben von Schiffen? Man muss schon ein bisschen Ahnung haben von irgendwas, oder? Na ja, schön. Von dieser Bürokratie bekomme ich Kopfschmerzen. Behaupten Sie später nicht, ich hätte Ihnen nichts gegeben. Also, die hilft uns erstmal nicht weiter. Mit der Gouverneurin verheiratet zu sein, ich weiß auch nicht. Das scheint irgendwie nicht sonderlich viel Eindruck zu schinden. Deshalb kümmern wir uns erst einmal um das Katapult. Ne? Eins nach dem anderen. Wir haben einen Navigator. Jetzt müssen wir erstmal das Katapult beseitigen. Vielleicht kann uns denn Elaine auch ein bisschen weiterhelfen. Oder ganz anders, wenn das Katapult weg ist, können wir wieder ins Haus gehen. Das wäre doch auch mal was Schönes. Also, das hier sieht einfach mal aus wie eine riesige Schleuder. Und deshalb machen wir jetzt ein Gummi drum. Feuer!
kein schlechtes Beispiel moderner Kunst, soweit ich das beurteilen kann. Völlig richtig. So, und jetzt müssen wir den nochmal ablenken und dafür sorgen, dass er wieder den Kaktus trifft. Und dann hoffen wir, dass ihm die Steine wieder entgegengeflogen kommen. Nicht wahr? Hoffentlich hat er noch Hunger. Hey da! Wollen Sie noch mehr Brezeln? Sicher! Erinnere mich daran, dass ich mich später bei dir bedanke. Nun, Sie könnten sich viel Zeit sparen, wenn Sie zum Dank darauf verzichten würden, mein Haus mit Felsen zu bewerfen. Tut mir leid, Kumpel, das geht nicht. Und jetzt lass mich in Ruhe. Vor allem, erinnere mich später daran, dir zu danken. Wie seltsam, dieser Satz. Okay, nochmal. Hey! Was wird das, wenn's fertig ist? Nichts. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Du hast meinen Katapult ruiniert! Hey, Mann, was soll der Mist? Willst du mich umbringen? Tja, ich fürchte, jetzt darf ich das verdammte Ding noch einmal auf den Kaktus ausrichten. Aus dem Weg! Ich hoffe, das funktioniert. So, jetzt ist es wieder auf den Kaktus ausgerichtet. Versuchen wir's. Feuer! Was zum... Ah! Glaube ich einfach nicht. Hast du eine Vorstellung, was so ein Teil kostet? Die Dinger wachsen nicht auf Bäumen, du Vollidiot! Weißt du was? Ich bin immer noch tot. Keine Sorge, ich liebe dich auch als Leiche. Wir waren so lange weg, dass niemand mehr mit meiner Rückkehr gerechnet hat. Und deshalb haben mich diese Schwachköpfe im Rathaus für tot erklärt. Und was ist mit mir? Haben sie von mir nicht gesprochen? Nein. Anschließend haben sie beschlossen, meinen Besitz zu verkaufen und mein Haus zu zerstören. Das ist ja schrecklich. Haben sie meinen Kram auch verhökert? Und jetzt kommt das Schlimmste. Diese Hornochsen haben beschlossen, einen neuen Gouverneur zu wählen. Wenn ich mich beeile. Bis jetzt gibt es nur einen Kandidaten, getreu nach dem Sprichwort. Wenn es nur einen Kandidaten gibt, gibt es nur eine... Wahl. Wer sind Sie? Mein Name, werter Mr. Creepwood, ist Charles L. Charles. Aber Sie dürfen mich auch zukünftiger Gouverneur von Monkey Island nennen. Vergessen Sie's, ich bin hier die Gouverneurin. Und zwar auf Lebenszeit. Ja, zu dumm. Wurden Sie nicht für tot erklärt? Scheint so. Wie konnte das geschehen? Ja, wer weiß. Wenn Sie Ihrem Amt vielleicht etwas mehr Zeit gewidmet hätten, anstatt mit diesem Halbaffen durch das Dreiinselreich zu tuckern, wären die braven Bürger von Mealy Island sicher nicht zu der Überzeugung gekommen, dass Sie die Geranien von unten ansehen. Moment mal, bin ich etwa der Halbaffe? Okay, wir haben verstanden, Sie wollen Gouverneur werden. Aber wieso reißen Sie mein Haus ab? Ach, das? Nach Ihrem Tod ging das Anwesen in den Besitz der Regierung über. Und um mir, dem zukünftigen Gouverneur von Mealy Island, eine Gefälligkeit zu erweisen, haben die Stadträte einer Abbruchfirma... Das bin ich! ...mit dem Abriss dieses anachronistischen, spießbürgerlichen Symbols elitären Seeräubertums beauftragt. Aber wieso? Weil die Zeiten, in denen Piratenbräute in abgeschotteten Festungen herrschen, endgültig vorbei sind, meine Liebe. Sind sie das? Ja, das sind sie, Freundchen. Wenn Mealy Island auch in Zukunft blühen soll, muss es von einem Mann des Volkes regiert werden. Einem Mann, der keine Berührungsängste kennt. Einem Mann, der sich nicht in einer Festung versteckt, die von blutrünstigen Piranha-Pudeln bewacht wird. Einem Mann wie Ihnen? Exakt. Was er sagt, macht Sinn, Elaine. Ich mochte diese Pudel noch nie. Guybrush? Ich muss los. Hände schütteln und Babys küssen. Meine Empfehlung. Irgendwas ist an diesem Kerl faul. Echt? Ich finde, der Kerl riecht wie 1000 verweste Piraten. Ich habe einen neuen Plan. Mit einem Hauch-Oregano. Guybrush? Ja, Liebes? Ich werde gegen Charles in den Wahlkampf ziehen. Juhu, kann ich dir irgendwie helfen? Segle nach Look Ryland und sprich mit den Anwälten unserer Familie. Aber warum? Ich habe das Katapult doch zerstört. Ja, mein Zuckerhase, das weiß ich.
Aber solange es einen gültigen Abrissbefehl gibt, könnte jeden Moment ein neues Katapult auftauchen. Wir brauchen einen Unterlassungsbefehl, den nur unsere Anwälte verfassen können. Aber du brauchst doch jemanden, der dir Slogans schreibt und die Wähler für dich analysiert. Guybrush, Liebling, ich bin Politikerin. Lass mich meine Arbeit machen und du tust, was du am besten kannst. Was ist das? Mit einem offensichtlich sinnlosen Auftrag um das ganze Dreiinselreich segeln. Was? Oh, entschuldige, habe ich das eben laut gesagt? Oh, oh. Eigentlich wollte ich sagen, mit einem gefährlichen Auftrag heldenhaft über die tosende See segeln. Okay, das gefällt mir schon besser. Gut, ich muss mich jetzt um meinen Wahlkampf kümmern. Bleib nicht zu lange auf Luke Ryland, Fröschlein. Okay. Sieht so aus, als könnten wir jetzt auch wieder in unser Haus gehen, denn Elaine geht auch rein. Na wunderbar, dann können wir beim nächsten Mal die Gouverneurs wieder erkunden und gucken, ob daran noch irgendetwas ist, was uns dabei helfen könnte, ein Schiff zu bekommen oder eine Mannschaft anzuheuern. Denn außerhalb der Scamba waren ja auch noch zwei Piraten, mit denen wir noch gar nicht geredet haben. Vielen Dank fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.